aus aktuellem Anlass heute. Gestern war tatsächlich eine ältere Dame bei mir in der Praxis und das war so ein Klassiker. Ja? Sie war zu Hause und ihr Knie tat dann übers Wochenende weh. Und ja, Wochenende ist immer schlecht, da erreicht man immer keinen. Und der Schwiegersohn hat gesagt, warte mal, ich kenne da wenen. Ja, www.faszienzentrum-hamburg.de, klick, zack. Und schon hatte die Dame dann einen Termin bei mir. Nämlich hat einfach nächsten freien Termin angeklickt und sie kam zu mir. Und heute erzähle ich dir, was war eigentlich ihr Problem, wo tat es weh, also sprich auf der Innenseite, aber wo genau, woher kommt das? Und daraus ergibt sich dann auch schon, wie sieht die Behandlung aus? Und natürlich dann auch, was kannst du tun, damit das nicht mehr so ist, damit das weniger wird. Ja, Knieschmerz ist nicht gleich Knieschmerz. Heute wollen wir über den Knieschmerz reden, wo es genau da wehtut. Ja, das heißt die innere Seite vom Kniegelenk. Wenn ihr das Knie so abwinkelt, dann entsteht hier, wenn ihr da so längs fahrt und genau dort tastet, entsteht dort so eine Kuhle. Das ist das innere Kniegelenk, sozusagen der Gelenkspalt. Und wenn ihr dort reindrückt und das wehtut, dann habt ihr ein Problem im Bereich des Innenmeniskus. Häufig ist es so, dass dieser Schmerz bei der Dame, von der ich gerade berichtet habe, der zog dann tatsächlich von hier so einmal quer übers Knie rüber. Und das ist dann schon eine ausgeprägtere Form. Denn jetzt muss man sich noch mal einmal fragen, wo kommt das eigentlich her? Es ist ja so, ich hatte euch das in einem anderen Video schon mal gezeigt, diese Faszien sind ja immer durchgängig. Und da habe ich ja hier mein Modell, ja, also wenn das so die verschiedenen Muskelbereiche sind und hier in der Mitte ist einer, der verklebt ist, also der fest ist, dann ist auf dem gesamten System eine wenigere Elastizität. Und irgendwo unterwegs entstehen dann Probleme, dadurch, dass hier an einer Stelle die Elastizität fehlt. Und das muss aber nicht an der Stelle sein, wo die Verklebung ist, das kann auch mal woanders sein. Also wenn hier sozusagen oben das nicht mehr weit nach oben kommt, dann muss die Ursache nicht hier sein, es kann auch sein, dass sie hier ist. Also ganz wichtig, Ursache und Wirkung müssen nicht an derselben Stelle sein. Ja, zeigt dieses Modell und das soll eigentlich darstellen, dass das hier eine Verklebung ist und damit ist die Gesamtelastizität der Faszienkette herabgesetzt. Warum erzähle ich euch das? Tatsächlich ist es so, dass wenn wir hier Schmerzen haben, heißt es ja im logischen Umkehrschluss, dass das Knie so verdreht ist. Ja, also hier zusammengedrückt wird. Wenn ich es da zusammendrücke, ist die in der Regel die Ursache, dass hier an der Außenbereich zu viel Zug entsteht. Ja, und dann dreht sich das so rein und hier ist zu viel Spannung dann drauf. Und wenn man dann eine blöde Bewegung macht oder vielleicht auch mit diesem Druck, erhöhten Druck, den man dort hat, laufen geht oder irgendwie eine höhere Belastung hat, längere Spaziergänge macht, dann kann es schon mal sein, dass das Knie wehtut und oder auch dick wird, also anschwillt. Und das möchte ich euch heute zeigen, denn wir werden heute natürlich dann, daraus ergibt sich das, wenn wir hier sozusagen die Verklebung haben, da den Schmerz, also die Wirkung, hier die Ursache, ist vollkommen klar, arbeiten wir an diesem Bereich. Und das möchte ich dir jetzt zeigen. Ja, als erstes arbeite ich mit einer manuellen Technik, das heißt, ich nehme etwas Öl, aber auch nur ganz wenig, verteile das hier, damit so ein bisschen eine Gleitfähigkeit zwischen der Haut, die aber an meiner Haut hergestellt ist, aber gleichzeitig ich nicht abrutsche. Und suche jetzt hier wieder den Knochenpunkt, der ist ja hier, in dem Fall das Knie, ja, an die Außenseite, suche mir den und gehe dann ein Stück vor, damit ich ja nicht auf dem Knochen, sondern am Knochen arbeite. Fixiere mir so ein bisschen das Bein und gehe jetzt mit leichtem Druck dort rein und ziehe jetzt in diesem Fall nach oben. Und auch hier ist natürlich wichtig, die ganze Länge mitzunehmen. Hier komme ich jetzt relativ gut durch. Da ist jetzt nicht so sehr das Problem. Und gehe jetzt tatsächlich auch so weit hoch, bis der Knochen mich wieder rausschmeißt. In diesem Fall die Außenseite der Hüfte, also der äußere Rollhügel. Und das merke ich dann auch ganz klar. Komme da an den Punkt. Jetzt, und der Knochen schmeißt mich raus, ich nehme den Druck weg. Ja, und das kann ich eben im Prinzip, könnte ich das in diese Richtung machen, um es lang zu machen, oder ich könnte es in diese Richtung mit den Lymphen zu machen. Wichtig ist eben, diesen Bereich frei zu machen.
Als weitere Möglichkeit, als Alternativmöglichkeit, ich hatte ja schon mehrmals gesagt, viele Wege führen nach Rom, kann ich natürlich auch eine Schröpfmassage machen. Dann nehme ich ein bisschen mehr Öl, um ihn gut leiten zu können. Ja, hier ging es ja eben wirklich um den Grip auch zu haben. In diesem Fall möchte ich hier schön rüber gleiten, setze ein Schroffglas, Schroffmassageglas an, den Unterdruck nehme ich und löse das. Und da muss ich mal ein bisschen gucken, ob ich am Anfang, ich habe jetzt schon relativ stark angezogen, ob das für denjenigen okay ist oder ob wir uns erstmal, ist noch zu stark? Ja. Okay. Ja, das ist also von mir jetzt relativ stark gewählt. Ich mache jetzt ein bisschen weniger Unterdruck und fange jetzt mal an, erstmal ein bisschen zu lösen, bevor ich dann den Druck erhöhe, den Unterdruck. Erfahrungsgemäß ist tatsächlich im letzten Drittel die Verklebung am meisten. Das ist auch ein Stück weit normal. Wir brauchen ja im Knie mehr Festigkeit als unterwegs. Deswegen ist es hier sowieso erfahrungsgemäß fester als jetzt im oberen Bereich. Da ist aber dann auch entsprechend der Schmerz am größten. Und hier kann man jetzt leider in der Kamera nicht hören. Ich spüre das, dass dort richtig sowieso ein Reibbrett ist. Man sieht das am Zucken des Glases. Könnte man eben besser sehen. Dass dort Verklebungen sind. Das ist wirklich so, hier geht es tatsächlich über eine relativ glatte Fläche rüber und es gleitet gut und hier hat man richtig so ein Rubbeln. Ja, und das ist im Prinzip das, was wir machen. Versuchen dort die Verklebung zu lösen. Auf der ganzen Fläche. Und dann natürlich den Fokus hier auf dem letzten Drittel. Da ist auch schon deutlich mehr schmerzhaft. Ne? Okay. Auch das ist immer wichtig, als Therapeut sich den Körper genau anzuschauen und zu gucken, wie sind die Reaktionen. Also hier ist jetzt die stärkste Reaktion in diesem Bereich. Und da ich hier noch nicht gearbeitet habe, gehe ich auch davon aus, dass hier das ähnlich sein wird. Also ich nehme jetzt nochmal das Schröpfglas und arbeite ein bisschen und habe hier sofortige, relativ starke Reaktion in Form von Rötung. Und das Easy anfängt zu quietschen. Ja. Also man sieht hier tatsächlich, in diesem Bereich ist wirklich die größte Not. Und da kann ich eben auch manuell jetzt nochmal reingehen ins Gewebe und das manuell nochmal verstärken. Auch hier lasse ich mich wieder vom Gewebe leiten und komme jetzt an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und da warte ich eben einfach, bis das Gewebe mich freigibt. Es schmilzt langsam ein, ich spüre das. Und es lässt mich nur Millimeter weiter jeweils. Insofern muss ich dann mir einfach ein bisschen Zeit lassen. Und dem Gewebe die Zeit geben, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt zeigen wir dir noch, was du tun kannst, wenn du Schmerzen im Bereich des inneren Knies hast. Ja, du nimmst hier eine Hartschaumrolle und rollst einfach die Seite ab. Und ich hatte sie dir eben schon gezeigt, du rollst im Prinzip einfach an der Hosennaht entlang. Also da, wo sonst die Hose sitzt, in die Hosennaht. Startest oben an dem Rollhügel, arbeitest bitte nicht auf dem Knochen, sondern nur an dem Knochen, lässt dich einsinken und die Geschwindigkeit gibt dir dein Gewebe vor. Ja, man merkt auch, dass das bis hier noch ganz gut geht. Jetzt wird es langsam unangenehmer. Die Geschwindigkeit verringert sich. Und lass dir wirklich die Zeit, die du brauchst, wenn du das nicht kannst vom Gewicht her, stützt sich mehr ab. Ja, das waren die Schmerzen im Innenmeniskusbereich, also auf der Innenseite des Knies. Ich habe dir gezeigt, was ich da so tue. Also ursächlich ist die äußere Faszienkette, also die laterale Faszie, die Hosennaht, die eine deutliche zu viel Spannung hat. Wenn du ganz akute Schmerzen hast, das Knie geschwollen ist und so weiter, musst du natürlich einmal zum Arzt gehen, gucken, ob da was kaputt gegangen ist. Das ist klar. Vorher natürlich kühlen. Immer wenn wir eine Schwellung haben, dann kühlen wir. Aber grundsätzlich kannst du ergänzen dazu, um den Druck aus dem Knie rauszunehmen, natürlich die Selbsthilfeübung machen, die an der Hosennaht entsprechend langstreifen oder im Idealfall mit einer Hartschaumrolle den Bereich abrollen. Du wirst merken, dass es relativ schnell besser wird. Konkret bei der Dame, die gestern bei mir war, die ist tatsächlich ganz geflasht gewesen, weil die nach einer halben Stunde Behandlung schmerzfrei rausgegangen ist. Da muss man tatsächlich gucken, wie anhaltend ist das. Sie wird zu Hause ihre Übung machen müssen. Aber es war wirklich so, als wir die Lateralfaszie mal gelöst haben, war der Schmerz sofort annähernd weg. Und das war natürlich ein absoluter Haareffekt. Wichtig ist, dass es auch so bleibt und das ist dann dein Job, dass du deine Übung fleißig weitermachst. Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht dir der Faszien-Channel. Ciao! Ciao!